Der Festsaal der Pfarrer Gatter Hölzel war Schauplatz der Theatervorstellung der Pfadfindergruppe 39. Am 28. März fand die Premiere von Pension Schöller statt. Der nächste Tag wurde von den jungen Pfadfindern mit dem Stück Wiener Blut für Vampire eröffnet, gefolgt von der zweiten Darbietung des Stückes Pension Schöller. Die heutige Abendvorstellung ist komplett ausverkauft. Wir haben jetzt noch 5 Restkarten. Das Nachmittagsstück auch sehr, sehr gut ausgelastet mit all den Eltern der Kinder. Ja, wir sind hoch erfreut. Also, wir sind ja heute beim Theaterstück der Gruppe 39. Ja. Wie gefällt es euch denn bis jetzt? Es ist sehr schön, ja. Es ist sehr schön? Und ja. Wie gefällt es dir? Ja, mir gefällt es super gut. Ja. Die Schauspieler sind sehr toll. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen, dass die Schauspieler sehr, sehr toll sind. Also ihr spielt auch mit dem Stück? Ja, ja. Was spielst du denn? Eine Hauptrolle. Also ich bin ja Adele. Aha, eine der Hauptrollen haben wir gleich erwischt. Wie interessant. Und was spielst du? Die Wahrsagerin Rosalia. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, sehr schön. Also cool gemacht. Und du spielst mit? Ja. Welche Rolle spielst du? Die Lilly. Also sie ist ein Mädchen und sie müssen ein Referat machen über Johann und Josef Strauß. Und da treffen sie dann zwei Mäuse und nein, Ratten. Und die bringen sie dann zu den toten Johann Strauß. Und dann gibt es noch Gehördiebe und die Fledermäuse müssen die Gehördiebe beißen, damit die nicht mehr böse sind. Das Wiener Blut, Abteil von den Kanalräumen, ist zwar gut, aber ein Lackerl zu wenig zum satt werden. Immer weniger Leute lassen sich beißen. Ja, wen haben wir denn da? Ich wachse. Der Strauß habe ich persönlich. Und er weiß, Leute, dabei ist er ja schon 100 Jahre tot. War es schwer, in diese Rolle reinzukommen, beziehungsweise den Text auswendig zu lernen? Nein, eigentlich nicht. Macht es dir Spaß, auf der Bühne zu stehen? Ja. Wunderbar. Dann viel Spaß noch in der zweiten Hälfte. Dankeschön. Bist du stolz auf deine Kinder, was sie da fabrizieren? Natürlich bin ich sehr stolz auf meine Kinder. War es anstrengend, das mit denen einzuüben? Ja, es war sehr anstrengend, aber wir hatten auch Gott sei Dank bei unserem Tanz, der dann noch folgen wird, in der zweiten Hälfte, Unterstützung vom Jan, von den Enzians. Okay, also der Jan ist der Tänzer sozusagen unter der Leitung. Richtig, richtig. Und was war anstrengend, da mit den Kindern das Stück einzustudieren oder die Dirne im zweiten Stück? Ich würde sagen, mit den Kindern das Stück einzustudieren war schon bei Weitem schwieriger. Ja, dann wünsche ich noch viel Spaß und wir sehen uns dann wahrscheinlich als Dirne wieder. Danke, danke. Deine Kinder spielen auch beim Stück mit, oder? Ja. Bist du stolz auf sie? Sehr. Sehr. Weil die Probezeit war sehr mühsam für viele, aber sehr lustig auch. Und ich bin einfach extrem stolz auf sie, was da rausgekommen ist. Weil sie haben jetzt schon eine Szene von zweien gespielt und es ist einfach genial, finde ich. Wir haben auch die Erzählerin, ich bin Geizleiterin, ganz nebenbei. Und wir haben auch die Erzählerinnen produziert, sage ich. Und es ist toll. Also ich finde es wirklich cool. Hast du auch mit ihnen den Tanz einstudiert? Teilweise. Ihr habt da professionelle Unterstützung bekommen von wem? Vom Jan, der das Ganze circa bei der Hälfte vollkommen umgekrempelt hat und voll in die Hand genommen hat und der das gemacht hat. Ja, es war sehr nett, es war sehr cool. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und ich glaube, die Guides mögen das auch. Also wir haben durchaus gut zusammengearbeitet. Hast du sehr viel Popstar gesehen oder woher hast du die Qualifikationen, Tänze zu choreografieren? Nein, also Popstar würde ich persönlich so nicht freiwillig sehen, außer man würde mich irgendwo hinfesseln und das einen Fernseher vor die Nase knallen. Aber nein, das liegt so im Blut und ich mache ja auch Standardtanz und somit geht das alles gemütlich eigentlich. Das ist jetzt nicht das Problem. Nachdem das Stück Wiener Blut für Vampire erfolgreich aufgeführt wurde, gab es eine kleine Pause, bevor die Pension Schöller auf dem Programm stand. Also bitte, wir haben Lindauerbrot, Eiaufstrichbrot, diverseste, natürlich selbstgemachte Kuchen und, das musst du vorstellen. Da haben wir die Rohkost mit einem Dip. Lachsbrot, Schinkenbrot, alles da. In den Pausen wurde nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt. Die Pfadfinder betrieben einen Informationsstand und die Lose wurden für die Tombola verkauft. Wie läuft der Losverkauf so? Also sehr gut. Also wir haben eben gerade vorhin geschafft, an eine Person 10 zu verfüttern. 2 Euro das Stück.
Und wir laufen jetzt da hoch. Ich habe das ganze Wechselgeld und... Lose! Na ja, dann wünschen wir euch noch viel Erfolg. Ja, danke. Die Lose der Tombola wurden jeweils nach der Pause gezogen und die Top-Gewinne wurden sofort übergeben. Alle anderen Gewinner konnten direkt im Anschluss ihre Lose einlösen. Was kann man hier alles erwerben? Was gibt es hier alles zu sehen an dem Stand? Da gibt es ein buntes Potpourri an Ausrüstungsgegenständen für Pfadfinder und Bücher gibt es auch. Und wir haben auch unser Förderpickerl, mit dem man zeigen kann, dass man die Pfadfindergruppe 39 unterstützt. Es gibt für 50 oder ein bisschen mehr Wochen um 50 oder ein bisschen mehr Euro. Und ganz speziell möchte ich noch herzeigen den Feuerstein, den gibt es ebenfalls bei uns im Shop. Abiona ist der Förderverein, den wir vor 2,5 Jahren gegründet haben, der die Pfadfindergruppe 39 dabei unterstützt, bei der Suche nach einem zweiten Heim, damit wir mehr Platz haben für unsere Kinder- und Jugendarbeit. Und was macht sie so? Wir, der Verein, wir veranstalten Feste, wir machen Theater, so wie hier gerade. Wir helfen den Kaufleuten in Obersankt Veit zum Beispiel beim Grätzlfest und machen andere Sachen, wo wir Spenden sammeln, damit das mit dem Heim was wird. 734 Tage ist es her, seitdem der letzte Festspielabend von unserer Gruppe stattgefunden hat. Damals war der böse Geist Lumbazi Vagabundus das Stück. Seit Anfang September des letzten Jahres arbeiten die Jugendlichen unserer Gruppe im Schauspielteam, im Bühnenbildteam oder bei der Musik daran, dass eben dieser Abend heute ein ganz besonderer wird, weil heute spielt die Pension Schöller. Überflüssig, ich habe in dieser Hinsicht sowieso schon seit langem einen sehnlichen Wunsch. Ich habe da einmal einen äußerst fesselnden Artikel über Heilanstalten für Geisteskranke gelesen. Und da ja bei uns zu Hause in Ritzing eine solche Anstalt gebaut werden soll, ist mir der Gedanke rege geworden, einmal einem solch interessanten Abend beizuwohnen, ein Ball oder eine Soiree, oder soll ja das Interessanteste sein, was es gibt. Das seit der St. Clapot Senior, der es nicht erwarten konnte, ihr Etablissement und die besonderen Veranstaltungen endlich kennenzulernen. Darf ich vorstellen, Herr Clapot, Herr Schöller. Ja, ich hoffe, Sie werden sich bei uns wie zu Hause fühlen. Wie zu Hause, ja? Herr Klapproth, Herr Fritz Bernhardi, unser berühmter Löwenjäger. Löwenjäger? Na, jetzt wird's spannend. Bin ich schon dran? Was weiß ich? Reinhard Staudinger. Sie bildet sich ein, eine berühmte Künstlerin zu sein. Sie bildet sich ein, verstehe. Da hat der Feind gestanden. Und da wir. Wären wir anstatt da, dort gestanden und der Feind anstatt da, dort, ja, dann wäre alles anders gekommen. Verstanden? Also mit dem bin ich nicht gerne allein. In der Pause haben wir uns bei den Zuschauern und Schauspielern etwas umgehört. Wie hat Ihnen das Theaterstück bis jetzt gefallen? Wirklich recht gut. Also ich finde, sie spielen super. Ja, für das, dass sie lauter Laien sind und dass ich weiß, also, dass sowas nicht schwierig, nicht so leicht ist, mit so einer Gruppe einzuschlagen. Also sie bemühen sich so und der Ausdruck ist großartig. Also ich freue mich, dass ich da bin. Also sensationell, das ist so lustig und tut echt gut dazuschauen. Sensationelle Schauspieler, kann ich nur gratulieren. Und ganz besonders nett finde ich auch die Musiktruppe da im Hintergrund. Die sind auch super engagiert, ganz toll. Ich ging alles durch. Von Wölfling, von Ersten Wolf bis zum Kornett, bis zum Hilfsfeldmeister, bis zum Gruppenfeldmeister. Ich hatte alles. Und ich muss sagen, bei der heutigen Aufführung, ich bin stolz auf diese Gruppe, dass so etwas aus ihr geworden ist. Wunder, wunder, wunderbar, muss ich nur sagen. Ich freue mich. Weil die erste Halbzeit war großartig. War wirklich gut. Und wann man jetzt bedenkt, dass die 39er bereits seit 1948 Theater spielen, dann ist es eine unglaubliche Steigerung. Weil angefangen hat es alles in dem kleinen Heim, völlig improvisiert. Und jetzt sieht man euch auf einer richtigen Bühne. Ich finde das großartig. Sehr amüsant, sehr amüsant. Ich finde es eigentlich auch sehr lustig, muss ich sagen. Habt ihr irgendwelche persönlichen Highlights? Mit dem bin ich nicht gerne allein. Ja, das fand ich eigentlich auch am lustigsten, wie er das gesagt hat. Ja. Und würdet ihr nochmal herkommen, wenn es noch ein Theaterstück gibt? Na, das schon. Sicher. Ja, wir sind fix dabei. Okay, vielen Dank.
Danke. Nach dem Feedback meiner Zuseher bin ich sehr zufrieden. Aber ich bin mir sicher, dass man das noch ein bisschen steigern kann und wir werden noch schwer dran arbeiten. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung ans Ganze. Sie müssen wissen, ich habe in der Schule einen Schock erlitten. Das ist entsetzlich. Ich war ein Vorzeigeschüler. Alles habe ich gewusst. Und eines Tages kommt der Lehrer und fragt mich, wo Napoleon gestorben ist. Ich will sagen St. Helena, verspreche mich aber und sage St. Helena. Alle haben gelacht und ich bin so erschrocken, dass ich seither kein N mehr sagen kann. Hat Spaß gemacht bis jetzt? Es hat sehr Spaß gemacht. Das ganze Jahr, die Proben, es war sehr lustig und es freut mich sehr, dass ich dabei sein konnte. Bist du stolz? Wahnsinnig stolz, wirklich. Gerade ist, dass ich nicht weine. Das ist wunderschön. Danke, Leute. Danke. Meine Rolle ist relativ einfach. Ich bin ein gut aussehender junger Single-Kellner in einem Café und serviere an meine Gäste alle möglichen heißen, kalten Getränke und auch was zu essen. Also das Proben war sehr intensiv, die Stimmung im Team war immer gut. Ich habe nur gemerkt, dass mir die Rolle wirklich passt, wie ich dann zu Hause meine Eltern gefragt habe, was sie trinken wollen. Und ja, ansonsten, also ich bin einfach die Rolle geworden und finde es sehr traurig, dass heute schon der letzte Abend ist. Unser bester Kunde steht neben mir, also ich bin sehr stolz auf ihn, danke nochmal, gell? Ein Handshake, danke, da ist die Kamera. Dankeschön. Freut mich sehr. Freut mich immer wieder, in dasselbe Lokal zu kommen und dasselbe zu bestellen. Ja, lieber Matthias Ebenberger, wir sind jetzt in der Pause, du spielst das jetzt zum zweiten Mal eigentlich auf der Bühne. Wie geht's dir mit der Rolle und welche Rolle hast du eigentlich? Ja, ich bin der Gröber und ja, es geht ganz gut, es kratzt nur ein wenig in der Stimme, weil es halt ein bisschen unnatürlich ist zum Sprechen, aber es passt schon. Ich bin ein aus dem Heer ausgetretener Major, dem es sehr wichtig ist, dass er noch immer auch außerhalb des Heeres respektiert wird und es auch sehr darauf Wert legt, dass er sich auch so anzieht, als würde er jeden Tag in die Kaserne gehen, was er aber nicht tut, weil er es nicht mehr darf. Wir haben einen der Musiker da. Sag uns mal kurz, was für ein Instrument du spielst, wie du heißt und wie lange du das Instrument schon spielst. Ja, also ich bin der Markus. Ich spiele eine Gitarre hier in der Band. Ich spiele die Gitarre schon eigentlich, muss jetzt nachdenken. Ja, 9 Jahre wird schon hinkommen, aber halt ein Jahr habe ich mal passiert und es macht eigentlich immer noch viel Spaß und hier ist es urleibernd. Aufführung ist ein Wahnsinn und es macht richtig Spaß mitzuspielen. Also Proben tun wir eigentlich seit Weihnachten ungefähr. Wir haben ja jeden Freitag geprobt, es hat einwandfrei eigentlich immer funktioniert. Und wie wir zu den Stücken gekommen sind, also das Dirnenlied und was wirklich, also Gratulation an die Conny, die singt das wirklich super. Haben da Josef, die Uli und die Pippi sich zusammengesetzt, haben ein paar Stücke zusammengeschnipselt und damit ist unsere Melodie entstanden. Und der Text wurde halt aus dem Text übernommen und halt passend eingefügt. Ich bin eine Dirne. Aber wen interessiert das? Mein erster war ein junger fescher Seemann. Mit dem Walzer nach dem Café, den haben wir selber geschrieben. Haben wir eine kleine Akkordfolge gesucht und jeder hat ein kleines Improvisationsstückel drüber gelegt, haben wir aufgeschrieben und das hat eigentlich überraschend gut funktioniert. Und wie war es so mit der Horde von Kindern zu arbeiten? Sehr interessant, muss ich sagen, weil das sind 15 total talentierte junge Leute, die eigentlich von Anfang an ziemlich motiviert waren und eigentlich hauptsächlich ihre Ideen eingebracht haben. Also von uns kam nur noch der Feinschliff. Aber an sich war es super genial, weil es hat super funktioniert, die Zusammenarbeit, und man sieht, dass ein tolles Stück rausgekommen ist. Seit wann proben Sie jetzt? Seit Anfang Oktober. Also 5 Monate? Ja, und sonst einmal die Woche und jetzt in den letzten 2 Monaten 3-mal die Woche, plus Samstag. Liebe Clara, was ist dein persönliches Highlight? Was ist deine Lieblingsszene im Stück? Du kannst auch mehrere nennen. Okay, nein, das ist schwer, ich habe viele. Zum einen natürlich die mit Eugen und Klapprot. Dann die Schauspielerin, die zwar nur eine Szene hat, aber die ist deswegen umso besser. Und eigentlich auch das Ende. Also das Ende, wo sie alle auf der Bühne sind, wo man wirklich alle nochmal sieht, wo alle nochmal Gelegenheit haben, sich zu zeigen und zu präsentieren.
Das finde ich super. Als letzte Frage, würdest du nochmal Regie führen wollen beim Pfadfindertheater in, sagen wir mal, 3-4 Jahren? Auf jeden Fall sehr gerne. Es macht mir riesen Spaß und ich finde, man kann dann super stolz sein auf das, was rauskommt. Das definitiv. Danke.